Erstmal noch eine rauchen. Perfekt. Was geht, meine lieben Freunde, und hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich werde heute ein Shopping-Video drehen, sozusagen Live-Coup-Video. Ich werde euch mitnehmen. Ich habe mir eine Seite rausgesucht und da werde ich drei Outfits bestellen. Farbe und so habe ich mir schon vorgemerkt, habe ich mir hier aufgeschrieben auf meinem Handy. Und da werden wir uns Sachen raussuchen und ich hoffe, es wird euch gefallen. Bleibt dran. Und genau, ich würde einfach mal sagen, wir fangen an. Genau, jetzt hier Safari. Erstmal hier mit der Google-Seite im Vordergrund. Die Seite ist keine andere als Zara. Wir werden heute mal bei Zara was bestellen. Da habe ich mir halt so drei Outfits rausgesucht. Hier erstmal alles weg mit der Werbung und fangen wir dann erstmal mit der Hose an. Das ist die hier. Slutschy Jeans mit Buntfalten. Genau, das ist die Hose, die ich mir rausgesucht habe. 49,95 €. Ich habe keine Kooperation mit dieser Firma. Wäre auch gut. deswegen, das ist alles hier von meinem eigenen Geld bezahlt. Ich nehme euch alle selber auf meinem Geld sozusagen mit. Genau, das ist die Hose. So sieht die aus. Ist eine schwarze Jeanshose mit ein bisschen weiterem Bund hier oben, wie man es hier sieht. Dann an den Beinen sozusagen ein bisschen weiter und an den Knöcheln würde es dann, oder wenn man einen Schuh anzieht, würde es dann über den Schuh gehen. Habe ich mir speziell für diese Zeit jetzt gerade rausgesucht. Perfekt, ist ja auch momentan sehr im Trend sozusagen, dass man die Hose über die Schuhe packt. Genau, so sieht das aus. Und ich würde sagen, die packen wir als erstes uns ein für das erste Outfit. Ich trage in den Hosen eine L. Die packen wir mal so hinzugefügt. Und dann kommen wir erstmal schnell zu unserem zweiten, zu unserer zweiten Sache. Das ist nämlich ein Strickpullover. Pullover mit Zopfstruktur. Hier ist der. So sieht er aus und komplett schwarz. Er ist ein schwarzer Strickpullover mit Zopfstruktur. Der Kragen ist etwas groß, ein etwas höherer Kragen und die Ärmel sind etwas länger. Aber darüber ziehe ich ja auch eine etwas längere Jacke an. Den nehmen wir uns auch mit in einer L. Und dieser Pullover ist aus Wollmischgewebe, kann ich auch mal an dem Rand sagen. 45,95 € kostet der. Der sieht echt geil aus, eigentlich. Eigentlich wollte ich ja nicht diesen Turtleneck-Pullover, wie man den eigentlich nennt, haben, sondern einen anderen, einen etwas schlichteren. So, ohne diesen Zopfstruktur, aber den gab es leider jetzt hier nicht mehr auf Zara. Deswegen als Alternative nehmen wir den jetzt mit. Natürlich darf eine Tasche nicht fehlen und da gibt es keine einzige andere Tasche außer die hier, die ich mir jetzt raussuche. Bag. Und schön, dass man, wenn man Bag eingibt, bei Zara Schuhe kommt. Die feste Mini, da ist sie schon. Genau, diese Tasche ist das, die nehme ich mit, ist sozusagen ein bisschen darauf angelehnt, die von, ist ein bisschen auf die Louis Vuitton Frauenhandtasche, Louis Vuitton Tasche angelehnt, die momentan sehr viele Frauen feiern. Die hier, die Louis Vuitton Tasche, meine ich, die feiern ja momentan sehr viele Frauen und die ist ein bisschen darauf angelehnt, nur dass hier unten bei der Louis Vuitton Tasche ja
das ein etwas weiches Material ist und bei der Zara Tasche, die wir jetzt hier haben, das ist ein fester Stoff. Das ist eine feste Tasche, die hier unten ist. Aber vom Aussehen her sieht das halt ein ganz kleines bisschen ähnlich aus. Aber es sollte uns nicht stören. Die nehmen wir in einer einheitlichen Größe und die nehmen wir dann auch mit. Das Outfit ist komplett beige, welches ich mir rausgesucht habe. Und wir fangen erstmal an mit der Hose. Es ist eine so eine Chino-Hose mit Buntfalten. Genau, hier ist die schon. So sieht die Hose aus. Die habe ich mir rausgesucht. Ich wollte die mir holen, weil ich ja schon eine in Schwarz, in Grau und in Braun sogar habe. Und ich brauche noch eine in Beige, damit ich die gut kombinieren kann mit anderen Schuhen, die ich mir noch bestellen werde. Und ja, das ist so eine Anzugshose. Auch hier mit so einem etwas weiteren Bund. Kann man auch gut kombinieren, wenn man sie, wie es jetzt momentan auch Trend ist, über die Schuhe packt. Und genau, da ich da etwas Oversize in der Hose haben möchte, nehme ich auch wieder diese LXL und würde sagen, den packen wir mal ein, den Lachs hier. Genau, dann kommen wir zum zweiten Piece. Das ist einmal ein Strickpullover, der auch noch beige ist. Also so ein bisschen dunkleres Beige als das, was wir von der Hose haben. Aber genau. Den muss ich erstmal raussuchen. Wir gucken mal auf Herren, wo der jetzt ist. Genau, perfekt. Ist hier auch drinne, ist sogar runtergesetzt von 25,95 € auf 15,57 €. Perfekt, so sieht er aus, auch wieder so Naturfarben, Sandfarbenmäßig, ist ein bisschen dunkler als die Hose, aber das sollte uns nicht stören. Genau, das Besondere an diesem Pullover ist, dass er einen etwas größeren, soll ich das sagen, so einen größeren Halsbund mäßig hat. Das ist gut, weil, also ich feiere auch diese Turtleneck Sweatshirts, Pullover, wie auch immer die ihr das nennen wollt, die so bis hier oben gehen, aber die gibt es leider nicht mehr hier auf Zara. Deswegen habe ich mir als Alternative dann diesen Sweater rausgesucht. Genau, perfekt eigentlich für Herbst und Winter momentan so. Und ja, genau, den packen wir uns auch nochmal ein. Da nehme ich eine L, weil wir nehmen ja noch eine Jacke dazu. Genau, die packen wir auch ein. Und dann kommen wir halt zum letzten Piece von diesem Outfit. Das ist nämlich auch nochmal eine Jacke, die ich mir rausgesucht habe, beziehungsweise ein Hemd mäßig. Also so steht das hier auf Zara. Oberhemd mit Stickerei. Und hier ist der schon. Oberhemd mit Stickerei. So sieht er aus. Ist auch ein wirklich schönes Exemplar, was ich mir hier rausgesucht habe. Auch beige natürlich oder beige-weißmäßig sieht das aus. Hier kann man den nochmal ganz sehen. Und genau, den packe ich mir auch ein. Da nehme ich auch wieder LXL, weil ihr wisst ja, ich trage ja eher Oversize. So, und ja, perfekt. 39,95 € kostet der. Den nehmen wir rein. Den nehmen wir auch mit gerne. Kann ich nochmal hier schnell einmal in den Warenkorb packen. So sieht das aus. Und das Gute an dem ist, dass das sozusagen eine Alternative ist. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die Cordhemden von Earl oder Earl, wie man auch immer den nennt. Also die Marke ist so eine amerikanische Marke und die machen auch solche Hemden, aber bei denen kosten leider die Hemden so 395, 400 €. 450 ungefähr, so im Dreh. Und das ist relativ viel, was man dafür zahlen muss. Deswegen habe ich das jetzt als Alternative rausgesucht. Und ja, mir gefällt das auch. Sozusagen kann man gut mit einem weißen T-Shirt oder noch mit so einem Strick-Sweater kombinieren. Und ja, genau.
Genau, und dann kommen wir auch zum dritten Outfit. Ist eine Mischung zwischen Mintgrün und Weiß. Und da fangen wir auch wieder mit der Hose an, die ich mir rausgesucht habe. Das ist eine Cordhose mit Stickerei. Genau, das hier ist die Hose. 39,95 kostet die. Ist mäßig eine weiche Cordhose. Das bedeutet, das ist kein... wie soll man das denn sagen? Ist nicht so ein leichter Stoff, der so gerade ist, sondern diese gewölbten Dinger, die so immer runtergehen. Ja, genau. Ihr wisst, was ich meine. Genau, und dann ist die Hose in Weiß, in einem schönen Weißmuster. Genau, da weiß ich jetzt gerade mal nicht, welche Größe ich habe, aber das gucken wir gleich. Und hier unten, wie ihr seht, ist hier unten noch an der Unterseite von dem rechten Bein eine Stickerei drauf gemacht. Ich weiß jetzt nicht, was da gerade steht, aber das soll uns auch nicht aufhalten. Die Hose packen wir uns auch mit ein. In einer 44 packen wir uns die ein. Komm, wir nehmen den mit, den Lachs. Kommen wir dann zum zweiten Teil von diesem Outfit. Das ist ein mintgrünes Cordhemd. Hier ist es einfach nur unter Hemd mit Strukturmuster aus Baumwolle. Hier ist das schon. So sieht das aus. Mintgrün finde ich auch mega geil eigentlich. Und passt dann auch sehr gut zu der weißen Hose, die ich mir rausgesucht habe. Das Hemd gibt es auch nur noch in L. Das ist perfekt, weil ich darunter sowieso nur ein weißes T-Shirt anziehen werde. Und kein Pullover oder sowas. Genau, so sieht das aus. Helles Mintgrün ist die Farbe und das packen wir uns jetzt mal in L ein. Perfekt. Und kommen wir dann zur letzten Sache. Was darf nicht fehlen? Natürlich eine Tasche. Eine Umhängetasche, einfarbige Handytasche ist das. So sehen die aus. Und mal hier ist die richtige. Die ist nämlich auch wieder in so einem Mintgrün unterwegs. Und die packen wir uns jetzt auch mit ein. Die ist nämlich perfekt für dieses Outfit. Ist sozusagen eine Umhängetasche fürs Handy, aber mal gucken, man kann da ja auch noch andere Sachen mit reintun. Die packen wir uns auch mit ein. Genau, dann haben wir einmal das beige Outfit hier mit den drei Sachen. Dann haben wir einmal die weiße Hose und die mintgrünen Sachen als zweites Outfit. Und das komplett schwarze Outfit hier mit einer etwas oversized Hose und dem Zopfstrukturmuster Turtleneck Pullover und mit dieser festen Umhängetasche oder fest Mini-Umhängetasche, wie es da steht, sorry. Genau, und ja, ich glaube, das sollte es gewesen sein. Erstmal, jetzt wird noch bestellt. Der Endbetrag liegt bei 333,17 € für drei Outfits, 300 Euro, drei Outfits, 300 Euro, drei Outfits. Nein, Scherz, Leute, 333 Euro, drei Outfits. Genau, das war's mit diesem Einkaufen und auch mit dem Video zusammen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt diesen Daumen... Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat und ob ihr davon auch noch mehr Videos sehen wollt, wie ich hier im Internet einkaufe. Ja, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder und würde sagen, haut rein, bis dann.